Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Viertel nach Acht, dem Talk der Schlagzeilen macht. In den nächsten 55 Minuten wollen wir diskutieren über Themen, die uns empören, schockieren oder ja, vielleicht gar auch freuen. Und ich freue mich sehr auf meine Gäste heute Abend. Und das ist zum einen unser Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer. Neben mir an meiner Seite die Geschäftsführerin des DEHOGA-Verbandes, Ingrid Hartges. Links von mir, bei Ihnen dann rechts, Jan Schäfer, Politikchef bei BILD. Und last but not least, Kultjournalist Hans-Ulrich Jörges. Und mein Name ist Nena Schink und ich freue mich sehr, dass ich heute Ihre Gastgeberin sein darf. Bestseller-Autorin, darf man nie Natürlich, vergessen. Das darf man nicht vergessen. Ja. Das sind auch ganz wenige in diesem Land. Ich bin eine davon. Und ich will direkt weitergeben zu unserem Verkehrsminister, denn auch er hat ein Thema mitgebracht, was ihn bewegt. Ja, was mich bewegt, ist die Lage im Deutschen Bundestag und die Lage der Ampelkoalitionäre. Gestartet als selbsternannte Fortschrittskoalition, letzte Woche eine Nichtstu-Koalition in Sachen Corona und jetzt eine echte Chaos-Koalition. Wenn ich mir das anschaue, dann ist jetzt schon die Ampel mit einem absoluten Blackout. Morgen wird der Gesetzentwurf, der von der Ampel vorgelegt wurde, debattiert im Deutschen Bundestag. Er führt nicht dazu, dass wir einen nationalen Kraftakt hinbekommen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und das bewegt mich massiv. Ja, aber das wundert mich jetzt ein bisschen. Erstens sind Sie im Wahlkampfmodus und der Wahlkampf ist ja eigentlich vorbei. Und zweitens hat doch diese entstehende Koalition Ihnen gegenüber nachgegeben. Es ist doch in der Corona-Politik einiges nachgebessert worden, was Sie wollten, was nun die Länder einführen können. Beispielsweise Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren etc., was vorher gar nicht vorgesehen war in dem neuen Infektionsschutzgesetz. Ich frage mich, ob wir jetzt nicht einen Stand erreicht haben, wo eigentlich das, was die neue Opposition wollte und was die entstehende Regierung will, sich ganz gut ausgleichen. Denn für mich war bei der Frage, diese Pandemie von nationaler Tragweite zu beenden, war für mich gar nicht die Frage der Maßnahmen das Entscheidende, sondern dass endlich wieder die Parlamente in ihre Rechte kommen. Also der Bundestag abstimmen muss, wenn schwerwiegende Eingriffe in die Rechte vorgenommen werden und die Landtage auch. Und gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Dingen zu machen, die vorher gar nicht vorgesehen waren. Das ist doch gar nicht schlecht, oder? Also ich bin nicht im Wahlkampfmodus, sondern ich bin im Besorgnismodus. Gut. Und wenn ich mir diesen Gesetzentwurf anschaue, der letzte Woche durch die FDP absolut weich, leid und alles Mögliche war, was nicht die Pandemie bekämpft, dann sehe ich nur auf die zweite Seite, da ist alles rot. Das heißt, in wenigen Tagen, in wenigen Stunden wurde eine Verschärfung eines Gesetzentwurfs hingezimmert, wo Anhörungen gemacht wurden, wo Experten 2 Minuten zu Wort kamen. Und das meine ich mit Ihnen, und da gebe ich völlig recht, die Beteiligung des Parlaments. Wenn wir die Beteiligung des Parlaments machen, dann macht meine Parteienfamilie CDU-CSU einen konstruktiven Vorschlag, nämlich die Verlängerung der pandemischen Lage, um die Werkzeuge zu haben, die eingespielt sind, aber vor allem auch die Werkzeuge zu haben, dass wir diese Pandemie in der jetzigen Situation mit dieser Notlage auf den Intensivstationen wirklich bekämpfen. Bedeutet, jetzt ist es Stückwerk. Jetzt ist es Stückwerk. Herr Minister, aber was bedeutet jetzt Werkzeuge, die Sie zusätzlich hätten, wenn die epidemische Lage weiterlaufen wird und die Sie jetzt in dem Moment nicht haben? Gehen Sie beispielsweise oder möchten Sie, dass beispielsweise Gaststätten, Restaurants wieder geschlossen werden können? Ist es sozusagen das, was die unionsregierten Länder möchten? Meine vollkommene Überzeugung ist, dass beispielsweise die Hotellerie, die Gastronomie, auch der Einzelhandel, aber vor allem auch die Verkehrsbetriebe mit Hygieneschutzmaßnahmen, mit Desinfektionen, mit Kontrollen beim Eingang vieles in dieser Pandemie aufgebaut haben. Wir sind ja nicht mehr im Frühjahr 2020, sondern wir haben ja jetzt ein eingespieltes Thema, wie wir Nachvollziehbarkeit machen. Dennoch, ich will keinen Lockdown. Ich will keinen Lockdown. Und da müssen wir alle dagegen kämpfen, dass der wiederkommt, weil alle sind genervt und jetzt müssen wir doch stehen. Wir haben auf der einen Seite die Genervtheit, auf der anderen Seite sage ich jetzt mal positiv für die, die sich nicht entschieden haben, sich impfen zu lassen, emotionale Situationen, Angst. Aber wenn Sie keinen Lockdown wollen, und? Dann muss man sagen, ist das, was die Ampelparteien vorgelegt haben, ein gangbares Konzept. Nein, weil es Stückwerk ist. Und dieser Rahmen der Erweiterung und Verlängerung der epidemischen Lage würde uns in die Rolle versetzen, dass wir gemeinsam, und da gebe ich Herr Jörges recht, der Fehler der
geschäftsführenden Bundesregierung oder der letzten 4 Jahre oder in der Pandemie 2 Jahre war, dass Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung in vielen Sitzungen, MPKs, die auch morgen wieder stattfinden, alleine entschieden haben. Und jetzt ist die Verbesserung eingetreten, dass sich die Fraktionen, die Landtage, der Bundestag damit wirklich beschäftigt. Ja. Aber fachlich, darf ich das noch sagen, fachlich ist es unbestritten, warum soll ich mir Werkzeuge wegnehmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, wenn ich sie schon beschlossen habe, und ersetzen mit einem Stückwerk, das dazu führt, dass ein Flickenteppich entsteht, dass Verunsicherung entsteht und dass wir diese Corona-Pandemie nicht wirksam bekämpfen. Ganz kurz von der Frau Hartges rein. Wir haben ja hier jemanden am Tisch sitzen, der ganz genau auch die Sorgen... Sie guckt schon ganz unglücklich. Wir müssen jetzt hier mal... Also mit Blick auf den Ernst der Lage und die großen Sorgen unserer Betriebe, wo es derzeit Stornierungen hagelt ohne Ende. Ja. Weihnachtsfeier. Ich erwarte, dass kein Parteiengezänk stattfindet. Die Bundesregierung, die Landespolitiker müssen handlungsfähig sein, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Und ich erwarte, dass morgen eine Lösung gefunden wird dazu. Wir haben bis Montag noch ganz klar den Entwurf der Ampelkoalitionäre begrüßt, ohne Wenn und Aber. Und auch mit den Ergänzungen. Ja. Wenn dort jetzt wieder Betriebsschließungen ins Auge gefasst werden, muss ganz klar sein, unter welchen engen Voraussetzungen dies überhaupt möglich ist. Und im Zweifel eben auch die Parlamente darüber entscheiden. Also da gelten höchste Anforderungen. Es kann nicht sein, dass wir wieder mit der Kreativwirtschaft, mit der Veranstaltungswirtschaft in einen monatelangen Lockdown geschickt werden. Nein, ich erwarte, dass alle Maßnahmen ergriffen werden, Boosterimpfungen und so weiter. Das muss jetzt ans Laufen kommen und dass morgen dazu ein vernünftiger Kompromiss vielleicht erzielt wird, wo man beiden Seiten gerecht wird. Es hat ja keiner ein Interesse daran, dass das Gesundheitssystem kollabiert. Aber so, und Hartges, ich muss Sie da so ein bisschen leider, also ich die verstehe Situationen Ihren, sind ich verstehe ja Ihren da Ärger. Mit anderen aber Prämissen. Ich glaube, Ihre Hoffnung, die Hoffnung möchte ich ein bisschen dämpfen, wenn ich mir anschaue, was jetzt von B-Länder-Seite, also von Seiten der unionsgeführten Bundesländer auch kommt. Hier ist das Papier, das ist frisch von heute, ist Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz. Da sind die A-Länder mit dabei gesessen. So, und da steht nämlich dann drin, das muss man einfach sagen, da geht es auch um die Möglichkeit, weiterhin beispielsweise Gastronomie schließen zu können. Und wie wir ja schon hören, auch von B-Länder-Seite, will die unionsgeführten Länder wollen im Bundesrat dem Ampelgesetz nicht zustimmen. Das heißt, wir werden erleben, dass mutmaßlich Samstag, Sonntag, Montag der Vermittlungsausschuss dann tagen muss von Bundestag und Bundesrat. Und dann wird genau die Frage sein, was wird dann noch in das Gesetz der Ampel mit rein verhandelt werden von Unionsseite? Und dann hören wir zumindest, soll da auch mit drinstehen, dass die Chance besteht, Geschäfte, Gastronomie, Hotels auch möglicherweise wieder schließen zu können. Was mich bei dem Ganzen relativ optimistisch stimmt, zum einen sind die Parlamente wieder im Geschäft. Und damit können Anhörungen im Parlament vorgenommen werden, es können Enquetekommissionen eingesetzt werden, es können Experten vorgeladen werden von allen Fraktionen, die dann gehört werden und nicht nur diejenigen, die der Kanzlerin genehm sind, wie wir es in den letzten 2 Jahren erlebt haben, sondern da kann man querbeet hören und können sich die Abgeordneten eine Meinung bilden. Das halte ich für wahnsinnig wichtig, ist auch für die Öffentlichkeit wichtig, dass sie nicht nur einseitig informiert wird. Zweitens, Sie sagen, das ist ein Flickenteppich. Das ist aber ein Vorteil, wenn die Länder nach ihrer Situation reagieren können. Es ist ja ein Riesenunterschied zwischen Sachsen und Bayern, was die Infektionen angeht, und Schleswig-Holstein beispielsweise und Bremen. Da ist es sehr viel einfacher. Natürlich muss in Süddeutschland stärker reagiert werden als in Norddeutschland. Und ich finde es sehr richtig, dass man dann... Uli oder Jan, mag einer von euch kurz A- und B-Länder erklären für den Zuschauer da draußen? Einer von euch beiden mal kurz, wo da der Unterschied liegt. Jan, du bist doch eigentlich hier der... Ja gut, man glaubt es gar nicht. Ich ihm nicht das Wort aus dem Mund. Aber ich glaube, wir müssen einmal sagen, genau, die A-Länder sind die SPD-geführten Länder und die B-Länder sind die Länder, die von der Union... Man glaubt es gar nicht mehr nach den letzten Jahren, dass die A-Länder die SPD-Länder sind. Aber sie sind wieder in der Lage, ja. Da hat man immer früher dran gedacht, das kann doch nicht sein. Das sind doch die B-Länder. Nein. Jetzt ist es... Ich wollte den Satz nur zu Ende sagen, vor den A- und B-Ländern, dass es nicht mehr bundesweite Beschlüsse gibt, hinter denen sich Länder dann verschanzen und ständig nach bundesweiten Entscheidungen rufen, die sie selber treffen müssen. Die sollen die in ihren Ländern, in Landeshauptstädten treffen und dann haften sie auch politisch dafür. Ja, es müssen sauber, das ist ja mein Vorschlag, dass ein Kompromiss gefunden wird, weil eine Blockade, die hilft jetzt gar keinem weiter. Also die Lage ist ernst und Streitereien der Parteien will auch keiner haben, sondern wir wollen Umsetzung haben. Umsetzung von Maßnahmen, die notwendig sind, flächendeckende Impfzentren,
Beschleunigung der Boosterimpfungen und so weiter. Das ist jetzt ganz elementar. Und dass alles unternommen wird, einen Lockdown zu verhindern. So, und dazu muss man sagen, wenn die Diskussion so ist, wie sie jetzt sich darstellt, hier will man das Instrument der Schließungen haben seitens der B-Länder. Die Ampelkoalitionäre lehnen das bislang ab, dann gibt es vielleicht einen Kompromiss der Gestalt, dass man sagt, unter welchen engen Voraussetzungen regionale Lockdowns überhaupt nur möglich sind. Herr Scheuer, da Sie das Thema mitgebracht haben und wir haben ja nur für jedes Thema eine gewisse Sendezeit, was wäre denn Ihre Lösung? Also Sie greifen das an, was würden Sie denn machen? Also ich sehe keinen Widerspruch zwischen das, was Frau Hartges gesagt und unserem Vorschlag konstruktiv, die bestehende Lage zu verlängern, die epidemische Lage zu verlängern an dieser Stelle, weil nach meiner Wahrnehmung es schon eingespielt ist und vor allem mit diesem Rahmen Möglichkeiten entstehen. Dieses Papier ist entstanden aus einer Vorbereitung aus dem Kanzleramt mit A-Länder und B-Länder, also SPD geführt und unionsgeführte Länder. Das ist nicht ein Vorschlag alleine der unionsgeführten Länder. Und das, was Herr Jörges gesagt hat, Beteiligung des Parlaments, was ich in den letzten Tagen erlebt habe, ist eine Basta-Politik à la Ampel. Wenn Wissenschaftler, also jetzt sage ich mal nur ein Beispiel. Wir machen seit Frühjahr 2020 klare Begleitung des öffentlichen Verkehrs, mein Bereich, und stellen fest, abgestimmt mit dem Robert-Koch-Institut, niedriges Infektionsrisiko. Das ist ähnlich wie bei Restaurants und Hotels, aber ich bleibe jetzt mal in meinem Fachbereich. Und wir begleiten das die ganze Zeit wissenschaftlich. Drosten sagt in dieser Anhörung, stattgefunden in dieser Woche, also der öffentliche Verkehrsbereich sieht er nicht als Infektionsherd. Wir strengen uns an, wir schauen die Flugzeugkabinen an, wir begleiten wissenschaftlich. Und die Ampel geht her und sagt, jetzt sofort 3G im öffentlichen Verkehr. So. Meine Vertreter des Ministeriums sind in der Anhörung, haben die rechtlichen Bedenken, die organisatorischen Bedenken und auch die wissenschaftlich-fachlichen Bedenken zu Gehör gebracht. Und dann wurde von der Ampel einfach gesagt, das spielt jetzt keine Rolle, es geht nicht mehr ums Ob, wir machen das. Ja, aber so, wenn Sie gerade das sagen, ist Basta-Politik à la Ampel und das seit dem 26.09. Aber in dem Papier von Union und SPD steht 3G beispielsweise in der Bahn und im öffentlichen Nahverkehr drin. Das heißt, auch die unionsgeführten Länder finden das gut. Es tut mir leid für Sie, ich kämpfe auch dagegen. Ich habe gerade eine Sonderverkehrsministerkonferenz erlebt mit den Vertretern der Länder, die gesagt haben, Originalton von Vertretern der Ampelparteien in den Ländern, das ist, und da sind wir uns fachlich einig, Zitat, Quatsch. Steht hier drin. Dann ist alles Quatsch, was hier drin steht. Wir bleiben ja beim Thema. Das sind ja meine Worte an der Stelle. Ich finde es auch so. Ich beurteile Sie finden, das auch. Das ist Quatsch. Nein, er hat mich ja auf die 3G-Regelung bei den öffentlichen Verkehrsmitteln angesprochen. Ich sage nur das, was Minister von Grünen und FDP gerade vor ein paar Minuten in der Sonderverkehrsministerkonferenz in der Beratung zum Besten gegeben haben.